die Rallye, Königsklasse des Motorsports. Sie erfordert viel Geschick und höchste Konzentration, denn abseits der Pisten wird's gefährlich. Jeder Sport ist ein Risiko, aber im Rallye ist das Risiko einfach größer, weil wir fahren mit einer hohen Geschwindigkeit. Wir haben keine Sicherheitsbegrenzung. Das ist immer irgendein Obstakel, ein Baum, Haus, irgendetwas, das da ist. Und deshalb ist Sicherheit so wichtig. Und in puncto Sicherheit bietet der Rallye Swift sogar mehr, als der Motorsportweltverband fordert. Zum Beispiel die Sicherheitszelle. Satte 40 Meter Stahlrohr sind im Rallye Swift verbaut. Der Käfig ist dazu fest mit der Karosserie verschweißt und nicht nur verschraubt. Bei einem Aufprall sind die Insassen in der Zelle sicher. Ein spezieller Schalensitz mit 6-Punkte-Gurt verankert Fahrer und Beifahrer fest in dieser Zelle. Bestens gesichert treffen die 38 Helden des Suzuki Rally Cup zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. Es ist Jagdzeit. Und alle jagen ihn, Felix Herbold, den Führenden im Klassement. Unter den Angreifern sind Hugo Arellano, Manuel Kössler und Thomas Leipold. Ich denke, hier wird der gewinnen, der die richtige Mischung findet aus Aggressivität und rundem Fahren. Hugo Arellano greift voll an und zieht auf und davon. Doch auf WP3 ist der Angriff zu Ende. Nach einem Abflug scheidet Hugo frühzeitig aus. Auch Thomas Leipold hat Pech. Ein Ausrutscher gleich zu Beginn und Thomas kämpft sich von Platz 13 aus wieder nach vorn. Nur der Gesamtzweite Manuel Kössler kann Druck auf Felix Herbold ausüben. Auch die Mechaniker von Manuel drücken ordentlich aufs Gas. Sie setzen die erste Bestzeit im Mechaniker Cup. Hier fahren die Techniker mit Super Mario und Co. um die Wette. Das Team Kössler setzt dabei auf das richtige Material und gewinnt beim ersten Mechaniker Cup 2008. Für Manuel selbst rückt der Sieg in die Ferne. Nach einer harten Landung bricht das Domlager des Vorderrads. Im Service haben seine Mechaniker 20 Minuten Zeit, um den Schaden zu reparieren. Der komplette Stoßdämpfer wird gewechselt, das Rad neu aufgehangen. Die Mechaniker bleiben in der Zeitvorgabe und Manuel kann weiterfahren. Sogar den zweiten Platz kann er verteidigen. Thomas Leipold hat sich mittlerweile auf Platz 3 vorgearbeitet. Jetzt kämpft er wieder um den Sieg mit. Mit einem Polster von 40 Sekunden ist der führende Felix Herbold auf WP10 kurz unaufmerksam. Er fliegt ab und muss die Rallye beenden. Dank der stabilen Sicherheitszelle bleiben Felix und sein Co. unversehrt. Thomas Leipold aktiviert die letzten Kraftreserven und landet 3 Bestzeiten in Folge. Verdient gewinnt er vor Manuel Kössler den dritten Lauf des Suzuki Rally Cup 2008.